Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Dieses Jahr gab es ja noch überhaupt keine Powerstation-Vorstellung, deswegen höchste Zeit, dass wir uns hier wieder einmal eine Powerstation ansehen. Diesmal ist es die Allpowers R2500, also eine noch größere Powerstation, die letztes Jahr, das war die R1500, die hatte ja nur ungefähr einen Kilowatt, die hat jetzt das Doppelte. Im Hintergrund sehen wir schon, es gibt neue flexible Solarpaneele, auch die werde ich euch vorstellen, aber nicht im heutigen Video, denn heute passt das Wetter nicht, da kann ich die Messungen nicht machen. Und ich werde jetzt in die neue Werkstatt wechseln, da werden wir dann uns die Tests ansehen und dazwischen noch etwa 5 Zyklen fahren mit dieser Powerstation, sodass auch das Batteriemanagementsystem gut arbeitet und wir dann auch vernünftige Testergebnisse bekommen. Das ist das Thema vom heutigen Video, viel Spaß! Werfen wir einen kurzen Blick auf den Lieferumfang. Was gibt es neben der Powerstation selbst noch? Dieses Kabel und dann sind wir schon wieder fertig. Geschenke gibt es diesmal keine. Letztes Jahr durfte ich euch die R1500 vorstellen. Bei dem Modul lag noch ein weiteres Kabel bei. Das war ein Kabel mit XD auf MC4 Steckern. Und so etwas hätte ich mir hier eigentlich auch erwartet. Gibt es nicht. Hier wurde offensichtlich gespart. Bei den Solarmodulen liegen aber die passenden Kabel bei, das kann ich euch auch verraten. Ja, und hier, es gibt eine Garantiekarte, ich hoffe, dass ich davon nie Gebrauch machen muss. Und hier noch einen Hinweis, dass man das Paket 3 Monate nach Erhalt aufbewahren soll für ein besseres Kundenservice-Erfahrung. Ich hoffe, ich muss mit dem Kundenservice nie eine Erfahrung machen. Ich muss aber dazu sagen, das Modell, was ich letztes Jahr bekommen habe und nach der Vorstellung auch sehr oft im Garten verwendet hatte dieses Jahr. Das funktioniert noch immer und das ist meine Lieblingspowerstation, weil sie vom Gewicht her noch in einem angemessenen Rahmen sich befindet und auch die Leistung, diese 1 Kilowatt, die wir hier ungefähr an Kapazität haben, reicht da aus für meine Gartengeräte, also für die Heckenschere oder für den Entaster. Ja, und das Ding läuft noch immer einwandfrei. Sehen wir uns jetzt aber hier dieses Modell, also die R2500, im Detail an. In dieser Powerstation befindet sich ein Lithium-Eisenphosphat-Akku, also die Bezeichnung lautet LiFePO4 und der hat eine Kapazität von 2016 Wattstunden und das ergibt sich aus einer 48 Volt Systemspannung und mit einer Kapazität von 42 Amperestunden. Es ist eine USV-Funktion integriert, das bedeutet, ich kann hier die Powerstation aufladen und auch zeitgleich die Energie entnehmen und ich kann das auch am Netz angeschlossen lassen, wobei das nicht so effizient ist wie bei den richtigen USV-Anlagen. Also das würde ich nur als temporäre USV-Anlage verwenden. Hier oben gibt es kein induktives Ladebett für Smartphone oder Tablets. Das gibt es bei dem Modell nicht und wir haben hier vorne einmal die Anschlüsse, die Ausgänge, also hier USB-C mit 100 Watt für die beiden Anschlüsse. Es gibt hier noch einen USB-A-Anschluss mit 18 Watt und hier nochmal einen mit 12 Watt Ausgang. Die kann ich auch hier aktivieren. Wenn ich hier länger drücke, kann ich die Smart-Funktionalitäten aktivieren, also die App-Verbindung via Bluetooth oder WLAN herstellen. Dann an der rechten Seite, da befindet sich dieser DC5525 Anschluss für 12 Volt. Ich verwende den eigentlich nicht. Und hier oben dieser klassische 12 Volt Kfz Anschluss, der Zigarettenzünder Anschluss. Ja, dann hier unten gibt es noch den 230 Volt Ausgang, also 4 Steckdosen insgesamt. Und die sollen ja eine Leistung von 2500 Watt abgeben können. Was mir hier auffällt, hier steht maximal 10 Ampere. Ich denke, das wird auf eine Einzeldose bezogen sein. Dann steht aber hier wieder 2500 Watt. Da muss man nämlich vorsichtig sein, denn bei 2300 Watt, da fließen diese 10 Ampere schon. Aber okay, 2500 Watt, das ist hier die maximale Leistung. Links befinden sich die Eingänge, also einmal ein Kaltgeräteanschluss, das bedeutet, das Netzteil ist integriert, das ist super, das ist nicht bei allen Powerstationen immer so der Fall, aber die Tendenz steigt, also die meisten Powerstationen haben das Netzteil mittlerweile integriert
Und es gibt hier noch einen Solareingang mit 12 bis 150 Volt und maximal 13 Ampere, sind so an die 1000 Watt an Solarladeleistung, die wir hier haben. Der Kaltgeräteanschluss, wir sehen ihn hier, es gibt hier noch einen Sicherungsautomaten, der bezieht sich hier auf den AC-Teil und hier noch ein XT60-Anschluss, da wird dann ein Solarpanel angeschlossen oder man kann das dann auch im Fahrzeug aufladen mit der 12 oder 24 Volt Board Steckdose. Auf der rechten Seite befinden sich zwei Expand Battery Boards, da kann man dann zusätzliche Batterien anschließen und so die Kapazität erweitern. Es folgt jetzt die Leistungsüberprüfung vom Wechselrichter. Ich habe hier zwei Geräte angeschlossen, einen Toaster und eine Heizung. Und ich aktiviere hier einmal eine Last von etwa 800 Watt. Dann schalte ich die zweite Last dazu. Jetzt sind wir hier bei 1600 Watt. Dann schalte ich eine weitere Last dazu. Jetzt sind wir hier bei 2000 Watt und ich denke jetzt, wir kommen dann auf mehr als 2500 Watt. Ja, und das schafft er auch. 2800 Watt und dann ist aus. Kurzzeitige Peaks dürften also kein Problem sein. Ich starte den Wechselrichter neu und ich werde jetzt versuchen, hier so eine Last von ungefähr 2500 Watt zu generieren. Es wird jetzt hier auch etwas laut. Das ist nicht die Powerstation, sondern das ist hier ein Föhn, der angeschlossen ist. Schalten wir als erstes einmal Last Nummer 1 ein. Dann sind wir hier bei 800 Watt. Es wird jetzt etwas lauter. Das ist hier mein Föhn. Jetzt sind wir dann bei knapp 1000 Watt. Jetzt sind wir hier bei 1200 Watt. Es war mir nicht möglich, die 2500 Watt Last hier zu generieren, aber 2200 Watt, das funktioniert problemlos. Und ich denke, dass die 2500 Watt auch funktionieren werden. Und wir haben auch gesehen, kurze Leistungsspitzen, also 2800 Watt für ein paar wenige Sekunden, auch das kann man hier von der Powerstation entnehmen. Also die Spitzen, irgendein Anlaufstrom von einem Kühlschrank oder so induktive Lasten. Also das sollte kein Problem sein und die Herstellerangabe beträgt ja hier 4000 Watt Peak. Für iOS und Android gibt es auch eine App. Und wir werden uns jetzt hier mal mit Bluetooth verbinden. Dazu muss ich hier 3 Sekunden die Taste drücken. Und jetzt sehen wir hier oben auch Bluetooth und WLAN sind aktiviert. In der App, da klicke ich dann auf Bluetooth-Gerät hinzufügen. Und die R2500 wird mir hier auch schon angezeigt. Die Verbindung wird jetzt hergestellt. Das dauert kurz und wir sehen jetzt hier auch schon den aktuellen Ladezustand. Die App kann nicht so viel. Ich kann ein paar Sachen schalten und ich kann eine Einstellung vornehmen. Das betrifft die Ladeleistung, das sehen wir auch gleich und das war's. Es ist aber auch möglich, die Powerstation aus der Ferne zu steuern, also mit dem eigenen Heim-WLAN-Netzwerk zu verbinden und von unterwegs aus kann man dann die Powerstation überwachen. Das funktioniert. Ich werde jetzt hier mal den AC-Ausgang aktivieren. Das dauert ein paar Sekunden, bis der Wechselrichter dann hochfährt. Und es ist ja auch eine Last angeschlossen. Und wir sollten auch gleich dann in der App die aktuellen Leistungswerte sehen. Genau, wir sind jetzt hier bei ungefähr 820 Watt. Und ich kann das jetzt hier schalten. Ich kann auch die DC-Seite schalten, also USB. Und hier auch den 12-Volt-Ausgang. Kann ich aktivieren und deaktivieren. Ich kann auch die Netzfrequenz ändern, aber das sind ja bei uns in Europa immer die 50 Hertz. Das passt soweit auch. Und ich werde jetzt hier mal die Powerstation anschließen. Und jetzt ist auch die UPS-Funktion aktiviert. Das bedeutet, die Powerstation wird zugleich geladen und auch entladen. Das funktioniert.
Ich entferne jetzt die Last, also ich schalte hier den Lastausgang einfach einmal ab und wir sehen auch, die Powerstation beginnt schon mit dem Ladevorgang und ich kann hier den Arbeitsmodus anpassen. Warten wir kurz, also aktuell ist der Stummmodus aktiviert und da wird dann mit einer Leistung von etwas mehr als 600 Watt geladen. Ich kann dann hier den Standardmodus aktivieren. Da müssen wir dann wieder kurz warten. Die Leistung fährt jetzt hoch und da laden wir dann mit ungefähr 1000 Watt. Die 1000 Watt sind erreicht und jetzt aktiviere ich hier noch den Schnellmodus. Ich würde das nicht dauerhaft aktivieren, ob das so gut ist für die Zellen, auch für die Langlebigkeit. Aber man kann, wenn man einmal schnell die Powerstation aufladen möchte, hier diesen Modus über die App aktivieren und dann sollten wir mit 1500 Watt laden. Wir sehen jetzt auch hier, das Symbol ist aktiviert für die Schnellladung. Und wir warten noch kurz, bis diese 1500 Watt erreicht sind. Und jetzt sind wir hier bei etwas mehr als 1500 Watt, 1600 Watt. Okay, es geht noch weiter nach oben. Warten wir mal ab. 1800 Watt. 1900 Watt, ja, da habe ich mich doch geirrt. Also man kann mit 2000 Watt sogar laden. Ja, wunderbar. Das bedeutet dann, in weniger als einer Stunde ist dieses Gerät voll aufgeladen. Prima. Und jetzt bleiben wir hier bei 2000 Watt. Ich wechsle jetzt aber wieder zurück in den Stummmodus. Ich habe ja Zeit und damit werde ich jetzt auch noch Powerstation einmal vollständig aufladen. Ja, das sind die App-Funktionalitäten. Ich kann hier einen Eco-Modus aktivieren. Das ist dieser Energiesparmodus. Dann wird die Powerstation automatisch abgeschaltet, wenn keine Last angeschlossen ist. Das kann man aktivieren. Und hier kann man 1 bis 6 Stunden dafür festlegen. Und das war es eigentlich mit der App. Mehr kann man da nicht machen, aber für die meisten Anwendungen reicht sie aus. Es gibt natürlich andere Hersteller, die da noch eine wesentlich bessere App zur Verfügung stellen, wo man auch vielleicht Einzelzellspannungen betrachten kann und so. Das gibt es hier nicht. Ich lade die Powerstation jetzt wieder vollständig auf und dann können wir den Kapazitätstest durchführen. Also mich interessiert ja, was kommt hier wirklich netto an Energie heraus? Die Herstellerangabe oder die Batterieherstellerangabe beträgt ja 2016 Wattstunden und ich möchte wissen, wie viel kommt hier auf der 230 Volt Seite wirklich heraus. Der Test wird automatisiert durchgeführt. In meinem letzten Video, da habe ich ja hier ein eigenes Dashboard für diesen Homatic Zwischenstecker gebastelt und auch genauestens überprüft. Also die Genauigkeit ist hier wirklich sehr hoch und die ist ganz sicher auf 1 Watt genau. Und damit werden wir das dann überprüfen, wie viel wir hier wirklich an Energie entnehmen können. Das ist ja wichtig. Und dann wird das auch aufgeladen wieder. Und auch hier möchte ich einmal einen vollen Zyklus beobachten, wie viel Energie ist notwendig, um hier die Powerstation mit 230 Volt wieder voll aufzuladen. Ich entlade das mit einer Leistung von etwa 1150 Watt. Bitte wundert euch hier nicht, das Display schaltet immer nach ein paar Minuten ab. Und der Entladevorgang dauert hier bei mir etwas mehr als eine Stunde. Es müssten so etwa 1,5 Stunden sein, bis die Powerstation entladen ist. Und jetzt sehen wir uns die Daten an. Also wir kommen hier auf einen Energieverbrauch von 1766 Wattstunden. Das bekommen wir hier netto heraus. Das sind hier knapp 250 Wattstunden, die wir hier abweichen, das sind immerhin 12%. Das ist aber okay, weil bei den Powerstationen gehe ich immer von etwa 85%
aus, also das ist die Energie, die ich netto entnehmen kann, denn wir haben ja gesehen, 5% vorher schaltet die Powerstation schon ab. Das ist der Tiefentladeschutz. Die Effizienz des Wechselrichters muss man berücksichtigen. Dafür können wir noch einmal etwa 5% geben und in den meisten Fällen ist auch die Kapazität vom Akku selbst auch so etwa 5% unter der Herstellerangabe. Das wären dann so 15% und mit diesen minus 12% sind wir eigentlich gut dabei. Also das ist in Ordnung und das sind auch bessere Werte als wie hier bei der R1500. Prima! Wenn man mit dem Stummmodus die Powerstation auflädt, muss man sich Zeit nehmen. Das dauert rund 3,5 Stunden, bis die vollgeladen ist. Und wir warten einfach hier kurz noch ab, bis wir die Daten haben. Dann können wir auch hier uns die Auswertung ansehen. Und jetzt sind wir fertig, also 3 Stunden und 30 Minuten in etwa. Und die Daten, die wir hier erhalten haben, also der Energieverbrauch beträgt hier 2153,6 Wattstunden. Gehen wir davon aus, dass die Batterie auf 2016 Wattstunden geladen wird, dann sind das etwa 6%, knapp 7%, die da an Energie verloren gehen während einer Aufladung. Wenn wir hier uns die Leistung ansehen, also anfangs wurde dann hier konstant mit 650 Watt geladen, das zog sich hier über den gesamten Zeitraum und ich denke so bei etwa 90% oder bei 80% müssten das so ungefähr sein. Da geht dann die Leistung schon etwas zurück kontinuierlich, hier bis auf etwa 377 Watt. Und dann geht sie noch einmal zurück auf etwas unter 350 Watt und dann war bald einmal die Powerstation voll geladen. Das war die Vorstellung von der Allpowers R2500 und ich habe in der Zwischenzeit auch die Solarpaneele bereits ausgepackt. Es gibt ja hier neue flexible Solarpaneele, die kann man dann in Kombination mit dieser Powerstation nutzen oder auch mit anderen Systemen und die kann man super an irgendeinem Fahrzeug, an einem Wohnwagen anbringen, wenn der irgendwo steht oder auch als Balkonkraftwerk nutzen, denn diese flexiblen Solarpaneele, die sind nicht so schwer und die kann man doch recht einfach irgendwo mal schnell montieren. Aber das ist das Thema vom nächsten Video, also schaltet da gerne wieder ein. Bis bald, euer Alex. Tschüss.